Mensch, es tut mir leid, wir sind doch verwandt. Ich hab so gewusst, dass sie der Mastermind ist in Wahrheit. Sie ist der Chef hinter Fat Rabbit. Ja, gegen den müssen wir noch kämpfen, bestimmt. Vergib mir, ich bereue die Nein! Nein! Jetzt reicht's mit dem überschüssigen Fett. Kleiner Geist, großer Körper. Mein Gegenteil. Was? Wer bist du? Was hast du mit meinem Cousin gemacht? Wo sind meine Bilder? Was ist der Sinn des Lebens? Genug. Ruhe. Du unbedeutsames Karnickel, du hast meinen Ruhm gestohlen. Jetzt ist Schluss. Du stirbst und ich werde das neue Du sein. Ja, ja, sprich mit der Pfote. Top-Tube-Hand. Ich bin zu cool, um zu sterben. Los, ziehen wir einen Schlussstrich. Ja, gegen die kämpfe ich jetzt nicht. Ja, gut, du hast es dir verdient. Dann gib mir schnell. Schnell, hier bitte. So, bin ich mal gespannt mit dem letzten Leben. Wahrscheinlich speichert er das nicht mehr. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt verrecke, muss ich wieder bis zu der Stelle kommen. Ah, Sekunde, mir juckt die Nase. Ach. So, okay. Wollte mich ver... Nein! Ach, komm schon. Oh, das war fies. Die hat mich dreimal böse eingekesselt. Die schaffe ich. Sekunde, die schaffe ich. Ah, du musst nicht neu. Aber ich habe nicht volles Leben jetzt wahrscheinlich. Oh, ich habe volles Leben. Oh doch, ich muss von neu. Du musst den Typ nochmal neu machen? Nein. Egal. Ja gut, der war jetzt nicht so schwer eigentlich. Wenn ich den besiegen konnte... So, mein Tipp, den ich dir sagen wollte, hier unten nicht springen unter dem Feuer, sondern schnell durchlaufen. Siehst du, da kommst du viel sicherer durch. Wer braucht denn nicht die Munition? So, perfekt. Das, was du in 2 Sekunden schaffst, hab ich 5 Anläufe gebraucht. Na super. Noch einmal. Nein! Wie habe ich es geschafft, genau da drin zu landen? Keine Ahnung. Okay, komm. Ich habe dies nicht geschafft. Klappe. Sonst darfst du gleich wieder. Hättest du damit gerechnet, dass das jetzt das Ende ist? Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir so schnell am Ende sind. Ich habe wirklich gedacht, dass wir noch einen Ticken länger einfach brauchen. Oh, ich muss halt aufpassen, dass ich nicht zu leise für euch bin. An den heimischen TV-Geräten. Du musst zielen, du musst zielen. Ja, ich bin hier auch gerade in einer etwas doofen Lage, weil ich ja noch schaffen muss, ins Mikro reinzureden. Und da du ja spielst, sitze ich ja einen Ticken weiter diesmal, beziehungsweise ein bisschen ungünstiger. Wie war das? Komm mir nicht so, ja? Nein. Ich doch nicht. Nö, 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 du doch nicht. Du kannst sie nicht abschießen. Wie oft denn noch? Ich habe ihn ja auch noch weiterhin versucht abzuschießen. Und jetzt bitte nicht in die Lücke rein. Das ja, ich werde diesmal auch darüber springen. So, komm. Jawohl. So.
Konzentration! Nicht der spanische Hase, der Casanova Bunny werde das jetzt schaffen. Por qué? Dann kommentier wenigstens ein bisschen, dass ich mich auf den Kampf konzentrieren kann, du. Weil das hier ist jetzt gerade echt ein böses Ding. Und ich weiß nicht, wie ihre nächsten Stages sind. Also ihre nächsten Formen danach. Sie lacht wie so eine Hexe. Hihihi, ja. Total hysterisch. Ich versuch die mal zu treffen, ey. Also ganz ehrlich, das würde ich nicht im Leben schaffen, das, dieses Level. Ich glaube, die hat gar keine Stages. Doch. Oh, doch. Oh, shit. Aber die greift ja nicht mal an. Ich würde das nicht, wahrscheinlich darf ich die gar nicht mal berühren. Da, siehst du? Warum musstest du es auch... Wie bei... mit... Captain America und dem Hulk. Warum musstest du es noch erwähnen? Nee, Captain America und Thor. Oh, das ist die letzte Stage. Triff sie! Meine Güte. Nein! Bist du bescheuert? Ich bin nicht bescheuert. Ich bin tödlich. Oh. Du hast falsch geschrien! Oh nein! Ich bin... Bunny... Zucchino! Und ich... Sailor! Bunny! Bunny Zucchino, Alter. High Five of Doom! Jetzt bin ich ein Star. Das hättest du eigentlich vorlesen müssen. I'm a big star. Ende. The end. Wir haben es geschafft. Miau, 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 miau. I will always love you. Akedo. CEO. Camille Guimond-Press. Game Designer. Aurelien Rigard, von dem ich euch erzählt habe, mit dem ich geschrieben habe. Producer Nicholas Palmer. Quack, quack. Gameplay Programmer, das ist die Quietscherente von Bart. Dimitri Bern. Finish Moves and Missions Programmer Maivan Rapine. Tools Programmer Eric Geschons. Graphic Designer Aurelien Rigard. Sound Designer Sullivan Kellio soll das, glaube ich, heißen. Level Designers Aurelien Rigard und Nicholas Palmer. Engine Programmers Dimitri Peen, Maivan Rapine, Eric Gachons. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Sorry, Leute. Writers Camille Guimond-Press, Rev Stuart Campbell. Scripter Nicholas Marcello Palmer, Maivan Rapine. Additional Artists Oliver Jansen, John Crossett, Stephen Perez, David Silborn. Oh, ich komme nicht hinterher. Sorry, Leute. Kommen wir lieber zum Fazit an der Stelle. Deine Meinung vom Spiel. Also es war sehr witzig, aber jetzt so wieder in die Steuerung reinzukommen, war echt schwierig. Deshalb am Anfang dachte ich mir, ja komm, ist ja nicht so schlimm, ne? Ja. Aber es hat dich ganz schön auf die Palme getrieben. Ja. Aber ich finde schön, dass das Quack-Quack jetzt hier nochmal aufgegriffen ist. Das ist die Quietsche-Ente. Ach so, ich dachte, das ist Quack-Quack. Nein, das ist immer noch die Quietsche-Ente. Ach Mann, oh, ich dachte, das ist Quack-Quack. Das ist die Quietsche-Ente, mit der wir gebadet haben. So. Ja, dein Fazit. Toll. Also, Inhalt vom Spiel, wie fandest du jetzt die ich Story? Ich fand's sehr witzig. Ich fand auch die Story überdreht witzig. Die Level waren witzig gestaltet. Bisschen lauter. Ja, komm, du musst verständlich sein. Ja, Level überdreht gestaltet, weiter. Und das Überdrehte war auch cool. So. Grafik, Sound. Grafik war cool. Ich finde schade, dass Akedo es nicht geschafft hat, sag ich mal so. Ja, sie haben sich ja quasi an dem Spiel übernommen, so nach eigener Aussage. Ich bin da tatsächlich ein bisschen kritischer. Also ich finde die Story, ich finde die Steuerung gar nicht mal so schlimm.
Man muss sich halt reinfuchsen, aber ich weiß nicht, die Leute haben die Steuerung ja kritisiert. Das fand ich jetzt eigentlich nicht so wild. Ich fand die Steuerung eigentlich super. Bis auf ein paar Mal, wo ich selber durcheinander gekommen bin. Aber hätte ich das Spiel am Stück gespielt, da hätte ich auch keine Probleme gehabt. Weil dann wäre ich ja kontinuierlich in der Steuerung drin gewesen. Die Musik war richtig witzig, aber stellenweise einfach irgendwann auch nervig. Also wenn man zum Beispiel überlegt, dieses Lied hier, in diesem kunterbunten Level. Wenn du das einfach die ganze Zeit hörst, das ist irgendwann einfach nervig. Cool, was machen die da? Oh mein Gott. Weil es nicht wirklich viel Abwechslung hat. Weil es ist ja immer nur ein Satz, der dir permanent gesungen wird. Nee, die singen schon einen Text. Ja, aber die meiste Zeit ist es nur dieser eine Satz wirklich, den du wahrnimmst. Ich würde gern wirklich, komm, bitte, lass uns jetzt das Ende vernünftig machen. So. Leute, das ist ein Kondom. Wer denkt denn einmal an die Kinder? Wir haben doch hier unter 18-Jährige. Dann muss ich sagen, der Humor des Spiels ist zwar ganz cool, aber ich fand, der hat sich auch streckenweise sehr schnell abgenutzt. Also man hat es ja gemerkt, in der Mitte des Spiels, was teilweise an äußerlichen Sachen gelegen hat, wie Hitze zum Beispiel, die sehr heißen Tage, wo ich aufgenommen habe oder so. Wir. Da war ich mit der Laune echt am Boden und da hat mich das Spiel enorm genervt. Da hatte ich nicht wirklich viel Bock auf das Spiel, muss ich auch sagen. Hell yeah news. Der Prinz ist immer noch ein Weichei. The Prince is still a pussy. Miau, miau. Der nutzt sich aber ein bisschen halt ab. Also das Spiel schafft es nicht, den Humor auf kontinuierliche Weise die ganze Zeit über am Leben zu halten. Und das ist ein bisschen schade, weil es driftet halt stellenweise ins Nervige ab, ins zu Überdrehte. Weil wenn du die ganze Zeit verrückt bist, dann irgendwann überspannst du den Bogen. Also dann wird es einfach too much. Und das ist halt schade. Möchte mich an dieser Stelle aber auch nochmal bei Nele bedanken für dieses Spiel. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Dass wir dieses Spiel dank dir spielen durften, beziehungsweise dass du es uns ja spendiert hast und wir es dann gespielt haben. Es ist ja auch leider vorerst das letzte LPT zusammen, weil Rübka auch ein kleines Päuschen möchte, kann man auch verstehen, weil anders als ich... 100% Schichtdienst. Ja, Schichtdienst ist ja nicht die eine Geschichte. Also das ist nicht das, worauf ich hinaus wollte. Sondern anders als ich... ist das ja kein Hobby direkt von ihr. Sie beteiligt sich zwar dran, aber dann muss auch das Spiel ihr immer Spaß machen und so Geschichten, dass das halt auch eine Geschichte wird. Und beziehungsweise wir beide müssen ja auch Laune haben und so Sachen. Und ich muss mal daheim sein. Also Uhrzeit muss man natürlich finden, wo wir beide Zeit haben, um dann aufzunehmen. Also es hat viele, viele Probleme. Deswegen ist es jetzt ihr halt ganz wichtig, dass sie jetzt auch mal ein Päusle macht, weil sie hat jetzt wirklich, wie lange? Das letzte halbe Jahr haben wir dauernd LPTs gemacht. DLC-Quest, dann Evoland, Spiel hier jetzt. Dieses eine Horrorspiel. Ja, das Horrorspiel, genau. Wie hieß das? Oh Gott. Whisper and Willows war da siehst, noch, aber Long Night gab es noch. Ja. Das war das Horrorspiel. Whisper and Willows sollte ein Horrorspiel sein, war es aber ja nicht wirklich. Outlast. Ja. Also wir haben ja wirklich... das ist ein Horrorspiel. Wir haben ja wirklich ständig Horrorspiele zusammen. Oder generell Spiele jetzt in letzter Zeit. Dann mehr sogar als ein halbes Jahr. Dann wahrscheinlich sogar irgendwann im letzten Jahr hat das Ganze sogar schon angefangen. Wo wir wirklich ständig Spiele gespielt haben. Und da ist es okay, wenn sie jetzt erstmal ein Päuschen haben möchte. Ich habe ja auch viele Pläne jetzt. Ich möchte um Oktober herum ja den Halloween-Monat, für den ich jetzt vorbereite, dann... ist jetzt momentan Sherlock Holmes dran, demnächst ist Urlaub, eine Woche, also jetzt kann, weiß ich es auch, eine Woche ungefähr bin ich da weg, beziehungsweise sind wir weg, ganz viele Sachen sind da geplant und dann habe ich jetzt auch noch ein Spiel, da werde ich auch nichts Genaues verraten, aber das ist auch für Oktober geplant, aber es ist kein Horrorspiel. Aber das ist auch ein ganz besonderes Spiel, das ich da geplant habe. Rübka guckt ganz fragend, aber ich werde es ihr gleich verraten nach der Aufnahme. Ja. Ihr müsst dagegen noch bis Oktober warten. Und da seht ihr, also es sind ganz viele Projekte und da sind auch ganz viele Projekte drunter. Sega, Entschuldigung. Wo es für mich einfacher ist, wenn ich jetzt weiß, okay, die gemeinsamen Sachen sind jetzt erstmal durch und ich kann mich erstmal auf meine ganzen Solo-Sachen voll konzentrieren. Es wird natürlich wieder LPTs geben. Es gibt da ein Rollenspiel, was wir beide gerne mal, wo du es gesehen hast und sofort verliebt warst und gesagt hast, da will ich mitspielen.
Den Namen werde ich noch nicht nennen. Erinnerst du dich dran? Würde auch zu Halloween passen. Ja, gut, dann weiß ich, welches. Ja. Wobei, das müsste man eigentlich dann fast nächstes Jahr zu Halloween dann auch spielen. Nächstes Jahr erst. Man kann es ja vorher aufnehmen, aber dann erst in Halloween rausbringen, weil es passt eigentlich perfekt zu Halloween. Das kannst du nicht leugnen. Also das Spiel gibt's noch und dann gibt's halt noch ein paar andere Spiele. Also Rübke hat ja auch, ich habe ja eine Liste mit Spielen, die ich spielen möchte, und Rübke ist da durchgegangen. Da will ich dabei sein, 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 da will ich dabei sein. Also ich glaube, die Hälfte der Liste, da will sie überall dabei sein. Das heißt, ihr werdet noch reichlich LPTs mit Rübke sehen. Ich möchte aber halt auch wieder ein bisschen mehr Zeit zum Beispiel in Let's Take a Look stecken können. Also wieder so dieses halbe Stunde ein Spiel anschauen. Und auch das Projekt mit dem Fight Club, wo es ja die Folge mit Saito gibt. Da soll es auch wieder mehr, oder da will ich auch ein bisschen Fokus drauf stecken. Da wird es aber auch eine Folge mit mir geben. Ja, nicht nur eine. Da wird es ja auch immer mal wieder Folgen mit dir geben. Also vielleicht bis zum nächsten LPT werdet ihr zumindest Rübke wahrscheinlich mal in einem Fight Club wiedersehen oder so. Also das heißt, da sind einfach auch ganz viele Projekte noch in Planung und müssen noch gemacht werden oder wollen noch gemacht werden. Ganz viele Sachen. Jetzt aber erstmal ist das beendet. Rübke macht ein Päuschen, das heißt, ihr werdet sie ein Weilchen nicht hören und müsst mit mir allein Vorlieb nehmen. Das heißt erstmal wahrscheinlich 35 D-Abos. Ich wollte gerade sagen, ob das so eine gute Idee ist. Ja. Ich bin viel zu nett eigentlich zu dir, weißt du das? Nee. Doch. Alter, ist das ein langer Abspann, ne? Ich wollte auch gerade sagen, ich mach einfach Quack, Quack. Quack, 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 Quack. Nein. Das machst du das bitte nicht. Das wird den Leuten bestimmt gefallen, dass ich Quack, Quack jetzt nochmal erwähnt habe. Ja, ist klar. Bitte nicht so auf den Tisch hauen. Ja. Gleich, ich mach gleich wieder Quack, Quack. Das ist. Nicht lieb bist. Dann sind natürlich noch den Twitch-Kanal, werde ich dann jetzt einfach mal zur Überbrückung des Abspanns hier erwähnen. Auf dem Twitch-Kanal gibt es ja noch ganz viele Videos. Demnächst ist da Batman durch. Es sind da auch Votes, also Wahlen, für ein Nachfolge-Twitch-Spiel, sage ich jetzt mal, Stream-Spiel. Auch da würde ich einfach mal sagen, schaut doch mal rein, dann könnt ihr mitbestimmen, was gespielt wird. Und man hört mich vielleicht im Hintergrund fluchen. Ja, ab und zu hört man Rübke im Hintergrund. Wie gesagt, zwischen Batman und dem Until Dawn, dem Horrorspiel, was gestreamt wird, brauche ich noch ein bisschen was. Also wie gesagt, es sind noch ganz viele Sachen jetzt in Mache, ganz viel Planung. Also kein Wunder, wenn so viele Leute da mitgearbeitet haben, woher wollten die denn das ganze Geld hernehmen? Ja, weißt du, der Witz ist, das ist ja Sega. Die müssen jetzt die ganzen Leute von Sega erwähnen, die da eigentlich nicht wirklich dran mitgearbeitet haben. Sega als Publisher. Die erwähnen die ganzen Sega-Leute, aber Sega hat ja nicht an dem Spiel mitentwickelt. Die haben ja nur das gepublished, also nur SNES vermarktet. Fertig. Ach ja. Also wie gesagt, ich fand es ein gutes Spiel, es hatte aber schon Schwächen. Also es ist nicht überragend, aber es ist auch kein Schrott. Und es war manchmal ein bisschen eklig. Ja, es hat Grenzen. Wobei es halt eklig relativ ist, weil es war in dieser Comic-Grafik, das hat es ja ein bisschen relativiert, aber für die Comic-Grafik war es schon manchmal sehr krass. Und auch, wie gesagt, sehr verrückt, aber das Verrückte konnte sich halt nicht die ganze Zeit halten. Es wurde halt hin und wieder, dass man gedacht hat so, oh, jetzt also langsam, müssen die auch mal zum Schluss kommen. Ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, noch 1-2 Level zu spielen, also. Nee, für mich war es jetzt genau richtige Länge eigentlich. Echt? Also ich werd's ja privat noch ein bisschen spielen, weil ich jetzt noch alle Teleporter noch aktivieren möchte und alle Maps so komplett sichtbar machen möchte. Also privat. Wobei das habe ich auch, also ich will auch noch Alcatraz alle Achievements, aber ich finde die Zeit nicht so richtig dafür. Eine Folge lang Abspann. Ey, das ist wirklich, ich glaube, wir sind wirklich bei einer ganzen Folge Abspann, ohne Witz, doch. 9 Minuten, glaube ich. Nee, wir sind mindestens bei 10, 15 Minuten Abspann schon. Das ist wirklich, manchmal unterschätzt man das, wie lange dieser Abspann geht. Ich habe ganz viele Endfolgen, wo die Hälfte der Folge der Abspann ist und das sind so 25 Minuten lange Folgen, wo du dann 13 Minuten Abspann hast und ich mir auch so denke, was zum Henker. Wie viele kommen denn dann noch? Also Alcatraz hatte, glaube ich, 15 Minuten Abspann bei einer 25 Minuten Abschlussfolge. Ja.
Also ich weiß auch nicht, wie viele da jetzt noch kommen. Man muss das ja irgendwie auch alles überbrücken. Ne? Das ist ein bisschen... Ich erzähle Director jetzt, of Legal. Wir haben quasi unser Fazit relativ schnell durchgehabt und quasseln jetzt über alle möglichen anderen Scheiß, was irgendwie auch doof ist, finde ich. Ich will jetzt auch nicht die Leute, die da mitgearbeitet haben, die will man ja auch irgendwo würdigen. Ne? Die sollen ja schon gezeigt werden. Ja gut, das heißt, alle zwei Tage Hell Yeah ist weg. Alle zwei Tage gibt es jetzt aber immerhin noch... Alle zwei Tage gibt es dann immer noch Gamers Go Makers. Und wenn Gamers Go Makers rum ist, also wenn ich da jetzt irgendwann mal faile und es zu Ende ist... Entweder schaffe ich es richtig lange noch zu spielen oder ich gehe bankrott. Und wenn ich bankrott gehe, werde ich wahrscheinlich erstmal noch kein zweites LP neben Sherlock Holmes anfangen, weil auch hier... Wie gesagt, ganz viele Projekte vorbereitet werden müssen und da bin ich ganz froh, wenn ich nur ein aktives Let's Play sozusagen habe. Ich habe ja alternativ auch noch einen Zweitkanal, wo ich ja auch für mal wieder Sachen machen müsste. Also meine. Und wie heißt dieser Kanal? Ja, das ist der Märchenonkel, aber den findet ihr Märchenonkel. Auch. Märchenonkel. Den findet ihr auch in der Liste meiner abonnierten Kanäle, da ist der halt ganz ja, oben. Ja gut, aber wer guckt da ja, also. Ja. Also, da habe ich ja Podcasts und da müsste ich auch mal wieder Let's Reads reinhauen. Aber dafür habe ich ja auch, wie gesagt, durch das Streamen und durch das Vorbereiten nicht die Zeit gehabt, um da irgendwie was großartig zu machen. Ey, das ist langsam. Producer, ist das... Joey Okabe. Ey, Leute, Assistant tut mir leid. Producer, Go Yamanaka. Hör mal bitte auf. Leute, es tut mir leid, aber ich klicke das hier jetzt. Kann ich das irgendwie wegklicken? Nein! Product Managers, Yasushi, Yamashita, Yusuke Asano, PR und Promotion. Ja, ich kann es überspringen. Es tut mir leid, Leute, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Der lief doch ein Ticken zu lange. Das war eine zu lange Zitze. Sollen das deine abschließenden Worte sein? Ja. Gut. Die Zitze sei mit euch. Ich freue mich, wenn wir gleich das Spiel ausmachen und es feststellen, dass kein Video aufgenommen wurde, wie ich das ja in letzter Zeit so häufig hätte. Da würde ich wahnsinnig werden und Rübke auch, glaube ich. Ja. Vor allem, weil es ja automatisch speichert. Das heißt, wir könnten nichts rekonstruieren. Der Blick von Rübke. Ich hoffe für dich, du hast es aufgenommen. Ja, sonst ist es ein reiner Podcast. So eine reine Tonaufnahme wieder. Dann verabschieden wir uns. Ich sag Zitze tschüss. Entschuldigung, ich sag tschüss. Cheerios, the king has left the building. The Zitze. Nein, hör auf. Aus jetzt. Pfui.